wenn Jesus Gott ist, wo sagt er in der Bibel, ich bin Gott, bitte mich an? Gut, ja, das ist genauso. Du stellst uns Fragen, sagst, das ist nicht die Wahrheit. Und wir stellen auch die Frage, warum Islam nicht die Wahrheit ist. Warum Aussage gegen Aussage geht es nicht. So, versteh, aber auf die Frage gehen wir ein. Okay, ich stelle dir jetzt eine Frage. Wo hat Jesus gesagt, genau, ich bin Gott? Du sagst gerade, wo sagt Jesus, ich bin Gott? Ich stelle dir eine Frage. Wer ist der Erste und der Letzte laut Sure 57, Vers 3? Allah. Okay, Allah ist nur der... Al-Awwal wal-Akhir. Ey, Al-Awwal wal-Akhir. Also ist nur Allah der Erste und der Letzte. Genau, ganz genau. Darf ein Prophet den Anspruch erheben und zu sagen, ich bin der Erste und der Letzte? Hat er nicht gesagt, hat er noch nie gemacht. Okay. Also, das darf er nicht, weil es dann Gotteslästerung. Stimmst du mir zu? Der Prophet Mohammed ist der letzte Prophet, das Siegel der Prophet. Nee. Wer ist der Anfang und Letzte? Gott, Al-Awwal wal-Akhir. Nur Gott. Ist Gott, ja. Okay, also, er sagt, nur Gott ist der Erste und der Letzte. Das heißt, nur Gott gebührt diese Titel der Erste und der Letzte. Was sagte Jesus Christus in Offenbarung 1, Vers 18 und Offenbarung 22, Vers 13? Er sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Du sagst, wo sagt Jesus, ich bin Gott? Aber sagst selber, dass nur Gott der Erste und der Letzte ist. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und somit hat er gesagt, ich bin Gott. Denn du hast selber gesagt, nur Gott ist der Erste und der Letzte. Ja, aber wenn eine Religion darauf basiert, dass Jesus Gott ist oder der Sohn Gottes, ja? Dann kann das doch nicht einer indirekten Zitat, das angeblich Jesus mal gesagt haben soll, basieren die gesamte Religion. Wenn Jesus wirklich Gott ist, muss er doch irgendwo explizit gesagt haben, ich bin Gott, ich bin der Herr. Da gebe ich dir noch gern Verse, aber jetzt bleib mal bitte bei dem Vers. Du hast gesagt, nur Allah ist der Erste und der Letzte. Sure 57, Vers 3. Jetzt sagst du mir, wo sagt Jesus, ich bin Gott? Jetzt zitiere ich dir eine Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und somit sagt er, ich bin Gott, denn diese Titel gebühren nur Gott. Du willst nur von der Frage abweichen und nicht zugeben, dass Jesus hier behauptet hat, ich bin Gott, weil du selber aus deinem Mund gerade vor allen Leuten hier gesagt hast, nur Allah ist der Erste und der Letzte. Und egal, was du sagst, Jesus sagte, ich bin der Erste und der Letzte. Und somit hat er gesagt, ich bin Gott. Und mehr Verse brauche ich auch gar nicht. Mir reicht dieser Vers alleine, wenn Jesus sagt in diesem Vers, ich bin Gott. Und warte mal ganz kurz, ich stell dir noch eine Frage jetzt, okay? Lass ihn kurz was dazu sagen. Danke. Nee, danke für die Antwort. Alles gut, ne? Aber darf ich auch was dazu sagen? Ja, ich wollte etwas klarstellen. Also der Islam, damit ich das mal klarstelle für alle hier. Aber beim Thema bleiben, bitte. Ich bleib bei Jesus und Gott und die zwei Ansichten, ne? Ja. Respektvoll will ich nur mal klarstellen, Jesus ist im Islam einer der größten Propheten. Einer der größten Propheten, die jemals gelebt haben. Ulul Azm. Einer der fünf größten Propheten. Und wir ehren Jesus und wir lieben Jesus. Und auch die Muslime glauben, dass Jesus eines Tages zurückkehren wird, ja, zu uns. Und wir glauben, dass der Tag nahe ist. Und wir glauben, dass Jesus lebt und niemals gestorben ist. Das ist die Sicht. Das kannst du am Ende wirklich sagen. Warte, Thema, wir sind beim Gottheit Jesu. Ich will nur sagen, nicht, dass jemand den Anschein erweckt, dass die Muslime eine Abwehr gegenüber Jesus haben oder so. Ja, aber für uns ist er gekreuzigt worden und für unsere Sünden gestorben. Und das verleugnet den Koran, sagt, es ist nicht passiert. Du sagst, Jesus ist nicht Gott, weil er nicht sagte, ich bin Gott. Haben wir schon geklärt. Jesus sagte, ich bin der Erste und der Letzte. Du hast gesagt, nur Gott ist der Erste und der Letzte. Somit hat Jesus gesagt, ich bin Gott. Also die Frage haben wir schon geklärt. Jetzt wollen wir zu dem Thema gehen. Jesus, du glaubst doch, dass Jesus ein Israelit war, oder? Glaubst du? Ja. Du glaubst doch, dass Jesus ein Prophet war? Ja. So, wo sagt Jesus, ich bin ein Israelit? Guck mal. Du kannst, mit der gleichen Aussage kommt, heißt, der war kein Israelit. Genau. Verstehst du? Wenn du sagst, weil er nicht gesagt hat, ich bin Gott. Aber wir haben Verse in der Bibel. Aber das Christentum basiert nicht auf dem Fakt, dass Jesus ein Israelit ist, sondern Gott. Das ist der Grundstein dieser Religion, ja? Schau mal, ich will dir, was ich dir damit aussagen will, ist, schau mal. Das heißt, ich will es dir jetzt erklären. Okay. Du weißt ja, dass Jesus ein Prophet war und er muss es ja nicht aus seinem Mund sagen, weil du siehst es ja an seinen Taten. An seinen Taten, an seinen Werken siehst du das. Du musst nicht wissen, dass Jesus ein Israelit war, er muss es nicht aus seinem Mund sagen. Warum?
weil du es anhand dessen siehst, dass er das Gesetz Moses gehalten hat. Und genauso muss Jesus nicht behaupten, ich bin Gott. Warum? Weil wir sehen es an seinen Werken. Wer allein kann Tote auferwecken außer Gott? Wer allein ist Schöpfer außer Gott? Weißt du, Jesus Christus sagte, dass sie alle ihn ehren sollen wie der Vater. Der Vater ist ja auch der wahre Gott. Und er sagte, ihr sollt mich genauso ehren wie der Vater. Würdest du Mohammed wie Allah ehren? Nein, würdest du nicht. Ist ja Schirk. Ist ja Schirk. Genau. Aber Jesus sagte, ich will dieselbe Ehre wie Gott. Und Gott sagte im Alten Testament, Jesaja 48, ich gebe niemanden meine Ehre, auch nicht den Göttern. Und er sagte, ich bin der Erste und der Letzte. Der Gott Israels im Alten Testament sagt schon, ich bin der Erste und der Letzte und gebe keinem meine Ehre. Und Jesus sagte, ich will dieselbe Ehre wie Gott und ich bin der Erste und der Letzte. Und jetzt hast du dich wieder selber widersprochen, weil du selber sagtest, du würdest keinem Propheten wie Gott ehren. Aber Jesus sagte, er will dieselbe Ehre wie Gott.